Es scheint, als hätte etwas ihre Aufmerksamkeit erregt. Etwas, was bisher noch nicht vorkam, denkst du, seit ihr sie an Bord geholt habt. Ihr habt den Hitman gehört. Lasst Segel setzen. Heute Nacht wird ohnehin keiner von uns Schlaf finden können. Gunnar sieht dich, Estrid, Martini und Swaffnet an, bevor er sich abwendet und selbst zum Achterdeck davonstürmt. Die Besatzung um dich herum macht sich langsam wieder an die Arbeit, aber du sinkst in dich zusammen und setzt dich in deiner Kraft beraubt wieder an die Reling. Gedanklich versuchst du immer noch, alles zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Oder versuchst es zu vergessen. Und das Einzige, was dir in den Sinn kommt, ist, warum bist du von dem Meerwasser durchnässt? Es muss über das Deck gewogt haben, während das Boot von dem erdbebenartigen Donnern gebeutelt wurde. Aber es ist angenehm kühl und das hilft irgendwie. Du kannst nur hoffen, um eure vieren Willen, fünfen, wenn man die Elfe bedenkt, dass der Dämonenzahl es auch tatsächlich helfen kann. Denn ganz sicher willst du so etwas wie das nicht noch einmal durchleben. Nie wieder. Oha, Freunde. Oha. Aber wir haben nochmal den Dämonenzahn. Also, ich hätte gerne mit der Elfe kurz gesprochen. Oder ich hätte gerne auch mit Estrid noch gesprochen. Aber gut, das hat nicht sollen sein. Es geht halt weiter. Was willst du machen? Inseln im Sturm. Du folgst den Hinweisen der Kriegerin und machst dich auf den Weg zum Alkenfelsen, um den dort vergrabenen Schatz zu finden. Aber du ahnst nicht, welche Prüfungen zwischen dir und deiner Beute stehen. Kapitel Inseln im Sturm. Heieiei, Todesfalle. Na wunderbar. Das waren die Worte, die mir vor nicht ganz 2 Tagen in den Sinn kamen, als Martinir dir die Nachricht überbrachte. Seitdem seid ihr natürlich über Nacht von dem Hescher heimgesucht worden. Du bist müde, ausgelaugt und immer noch wütend über Olbys Ausbruch. Doch zu allem Überfluss geratet ihr nur Stunden später in einen heftigen Sturm, der von Nordwesten heranzieht. Und jetzt habt ihr endlich Sicht auf den Alkenfelsen. Da ist er. Oder ihr hättet sie, wären da nicht der Sturm, die Felsen und die tosenden Wogen, die Wolfsfang erst noch bewältigen muss. Du spürst, wie das Schiff unter dir auf und ab steigt und du hältst an, um dich an etwas festzuhalten. Es kracht und eine hohe Woge erhebt sich über den Bug des Schiffes. Du wirst fast von den Füßen gerissen, als die Welle dich mitten ins Gesicht trifft. Du kannst dich kaum noch an den Taglage festhalten, die du eigentlich sichern wolltest und die bereits vollständig durchweich ist. Sobald das eiskalte Wasser vorbeigerollt ist, atmest du tief ein und beginnst von vorn. Du musst die Tagelage sichern, bevor die nächste Welle den vorderen Mast ganz sich abreißt. Besatzungsmitglied. Fremdling! Du hörst den Ruf von irgendwo hier hinter dir, siehst den Rufer aber erst, als er dich umdreht. Einer der Besatzungsmitglieder, der Ausschau gehalten hat, starrt dich nun an und Wasser tropft ihm aus dem Gesicht. Er hebt einen schweren Arm in Richtung der Backbordseite des Schiffes und wegen des Windes verstehst du seinen Schrei mehr schlecht als recht. Wir nähern uns den Felsen. Wir brauchen noch jemanden, der uns hilft, von ihm wegzusteuern. Beim Navigieren helfen, der zur Tagelage zurückkehren. Jo, dann helfen wir mal beim Navigieren. Du spürst die Last des Drucks auf deinen Schultern, während du dir einen Moment Zeit nimmst, um über die Frage zu entscheiden. Du bist zwar mit deiner Absicht an der Tagelage noch nicht ganz fertig, aber wenn das ganze Schiff sinkt, weil ihr überrumpelt werdet, spielt das kaum eine Rolle. Siehst du? Richtige Entscheidung. Bevor du mit dem nächsten Knoten beginnst, nickst du und richtest dich langsam auf, um dich zu deinem neuen Posten zu begeben. Du bist durchnässt bis auf die Knochen und die Kleidung klebt dir nach einem unerbittlichen Hieb durch das Meer selbst zu einem schweren Körper. Schwer am Körper, so. Du brauchst viel zu lange, um zur gewissen Position zu gelangen, da mit jeder Woge mehr Wasser auf das Deck stürzt. Als du über die Reling blickst, siehst du, dass die Wolfsfang, bereits die ersten kleineren Felsen passiert. Sie ragen aus dem Wasser wie die gezackten Zähne eines riesigen Seeungeheuers. Sie sind mit Sicherheit genauso bereit, euch im Handumdrehen zu zermalmen. Und da die Wolfsfang jetzt mit beträchtlicher Geschwindigkeit in die Todesfalle rauscht, weißt du, dass du etwas tun musst. Prompte Anweisungen geben. Gib geduldige Anweisungen. Prompte Anweisungen. Da der erste Felsen mit dem Schiff kollidieren könnte, sich rasch nähert, beginnen seine Gedanken zu rasen und zu wirbeln. Auf der linken Seite! Du musst dich gegen den Wind drehen, um deine Anweisung aus voller Kehle in Richtung Achterdeck zu brüllen. Es dauert einen quälenden Moment, bis ein antwortender Schrei ertönt und einen weiteren
und einen weiteren, bevor das Schiff herumschwenkt. Deine Aufmerksamkeit ist bereits wieder nach vorne gerichtet, wodurch den Regen und die Gischt hindurch niemand mehr das Wasser zum Vorschein kommt. Während die Wolfsfang sanft nach rechts rollt, bemerkst du das nächste Hindernis. Eine Ansammlung von Felsen, die sich noch in Reichweite des Rumpfes befinden. Rechts, rechts, hart rechts! Ein weiterer nervöser Moment vergeht und eine weitere Welle schlägt über dir zusammen, aber dann erreicht deine Anweisung das Achterdeck. Gunnar muss das Rad mit aller Kraft herumreißen, um in die Kurve zu gehen. Dies überrascht dich völlig und du kannst dich gerade noch an die Reling klammern, bevor das Deck unter deinen Füßen zu einem Abhang wird. Knack. Oh, Schmerz, lass nach, ey. Durch das viele Wasser und dem Saum, der auf das Deck geschleudert wird, rutschen deine Füße weg und nur dein schneller Griff nach der Reling rettet dich. Deine Arme sind stark, aber dein langer Kampf gegen den Sturm hat dich bereits erschöpft. Du kannst dich kaum noch halten. Dennoch gelingt es dir und als sich das Schiff wieder austariert, versuchst du, dich aufrecht zu halten. Als du wieder auf den Beinen bist, blickst du erneut über die Reling und in deinem Kopf dreht sich alles, als du die Arbeit wieder aufnimmst. Festhalten! Du kannst kaum erkennen, woher der Ruf kommt oder wem die Stimme gehört. Doch ehe du dich versiehst, wird das Schiff durch eine brechende Welle heftig nach oben gerissen. Bevor du auf den Rücken stürzt, hältst du dich abermals so fest, du kannst an deiner Reling fest. Trotzdem spürst du, wie das Gewicht der Welt auf dich niederdrückt, während das Schiff kippt und kippt und kippt. Mit einem gewaltigen Getöse, das Wasser noch hoch in die Luft schießen lässt, zurück ins Meer stürzt. Au! Es bleibt dir nichts anderes übrig, als die Augen zu schließen und fest dazu zu packen, während die riesige Welle um dich herum zusammenschlägt. Das Wasser schwappt vorbei und droht dich völlig unter deinen Füßen zu zerreißen, während ein Schrei über das ganze Schiff hallt. In kurzer Folge spürst du den Rausch der Kälte, die Kraft des Aufpralls und die Nässe des krachenden Wassers. Und so schnell wie es gekommen ist, ist es auch wieder fort. Einmal mehr ringst du nach Atem, während du dir das Wasser aus den Augen schüttelst. Während du dich umsiehst, tropft es noch aus deiner durchtränkten Kleidung. Einige der Besatzungsmitglieder stehen noch unter Schock, aber es scheint ihnen gut zu gehen. Einige haben ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen. Soweit du sehen kannst, ist einer durch einen langen, schweren Holzbalken an den Steuerbordreling gefesselt. Sein Arm ist darunter eingeklemmt und er kann ihn nicht mehr herausziehen. Hart nach Steuerbord! Volle Wende! Du siehst es sich bereits vor deinem inneren Auge abspielen. Das Schiff neigt sich stark nach rechts. Und jeder, der keinen festen Halt hat, wird über Bord gespült. Es gibt nur wenige Augenblicke, in denen die Katastrophe abzuwenden ist. Sich neben ihn fallen lassen. Schiebe dich auf den Seefahrer zu. Bleiben, wo du bist. Sich neben ihn fallen lassen. Konzentrierst dich voll und ganz auf dein Ziel und wartest, solange es dir möglich ist. Es hat keinen Sinn, das Treibgut, denn dafür hältst du es, anzuheben, nur damit ihr beide von einer Welle mitgerissen werdet. Es ist besser, es und den Seefahrer festgeklemmt zu lassen, bis das Schiff wieder eben eine ebene Ausrichtung eingenommen hat. Sobald du also spürst, dass der Boden unter dir wegzugleiten beginnt, lässt du dich auf den Rücken fallen und rutschst. Wind und Wasser peitschen dir entgegen, als du dich für einen Moment im freien Fall wiederfindest. Au! Oh Gott, 19. Krass. Dann landest du mit deinen Füßen in der Steuerbordreling und der Aufprall schickt Schmerzen durch deinen ganzen Körper. Du knirschst mit den Zähnen und missachtest ihn, rollst zu dem gefangenen Seefahrer hinüber und stützt dich mit deinem ganzen Gewicht auf den Balken. Im letzten Moment hältst du dich an den Planken des Decks fest, so fest du kannst. Als die Wende da ihren Scheitelpunkt erreicht, schmettert dir das Wasser geradewegs ins Gesicht und du wirkst, während es euch beide wegzuspülen droht. Aber einen Augenblick später spürst du, wie ihr wieder in die Waagerechte geht. Und zu deiner Erleichterung sind sowohl du als auch das Besatzungsmitglied noch an Bord. Nochmal kurz trinken, Moment. Du atmest tief durch und entspannst dich, während die Erleichterung dich durchflutet, so wie es zuvor die Wellen getan haben. Und dann fällt es dir auf, die Welt um dich herum ist ruhig und still. Halt, lass den Ankerstein fallen! Die Tatsache, dass du Gunnars Schrei hören kannst, überrascht dich völlig. Der Regen ist schwächer als zuvor und der Wind hat sich völlig gelegt. Am Himmel sind die Wolken immer noch grau und schwer, aber der Sturm hat einfach aufgehört. Tatsächlich meinst du zu erkennen,
dass das Meer nur einige Schritt entfernt weiterhin gegen weiter entfernte Felsen peitscht. Aber für die Wolfsfang ist alles unheimlich ruhig geworden. Noch ganz unter Schock kommst du langsam wieder auf die Beine. Auch deinem Kameraden hilfst du auf. Er schaute sich genauso verwirrt um wie du. Ich danke dir, Fremdling. Du hast mein Leben gerettet. Ich hoffe, du würdest dasselbe tun. Nicht der Rede wert. Er lacht und schüttelt den Kopf, wischt sich das Gesicht ab und betrachtet das Wasser, das immer noch von seiner Kleidung herabtropft. Du hast dein Leben für mich riskiert, Fremdling. Es ist sehr wohl der Rede wert. Geht es allen gut? Immer noch hier? Gunnars Ruf kommt von hinten aus Richtung Achterdeck. Als du dich umdrehst, siehst du, wie er und Matnir zur Mitte des Schiffes gehen und dich zu sich winken. Ihnen folgt eine sehr nasse, unglückliche Estrid, die sich um die Achtertagelung gekümmert hat. Ach Gott, wo ist der Sturm? Was ist damit passiert? Oh, das war ich, Fremdling. Ein druidisches Ritual, das ich vor einigen Jahren gelernt habe. Beeindruckend. Ja. Nun, da alles ruhig ist, wirfst du einen ersten richtigen Blick über den Bug in Richtung Norden. Noch ein wenig entfernt, aber nah genug, um sich deutlich über dir aufzutürmen, liegt der Alkenfelsen. Im Grunde ist er nicht viel mehr als eine Vielzahl von steilen Felswänden, die sich wie ein Turm viele Schritt hoch in den Himmel recken. Du erkennst weder einen Strand noch einen Höhleneingang oder eine Art von Zugang und ein wahres Labyrinth von Felsen dicht an dicht im Ozean zwischen euch und ihm. Dort würde nicht einmal eine Scooter hindurchpassen. Scooter hindurchpassen? Entschuldigung. Nein, in der Tat. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es am Nordufer einen Strand, der aber durch die Flut überschwemmt worden sein dürfte. Der Nordufer wäre ohnehin nicht gut. In dem Tagebuch steht geschrieben, dass sich der Zahn in einem Höhlensystem im Süden befindet. Wir werden tauschen und versuchen müssen, ihn in diesem Chaos zu finden. Das ist Wahnsinn. Wonach suchen wir? Willst du immer noch mitkommen? Wonach suchen wir? Tunnel, eine Höhlenlang in der Flanke dieser Felswände? Fedra beschreibt es als einen klaffenden Schlund. Ein großes Loch, würde ich sagen. Allerdings nicht unbedingt an den Felswänden. Die Insel beginnt unter uns, nicht dort drüben. Ich überlasse es euch und sorge dafür, dass wir abfahrbereit sind, sobald ihr zurückkommt. Die Götter seien mit euch allen. Jetzt kann ich versuchen, den Weg zu erleichtern und uns zu helfen, unter Wasser zu atmen oder euch den Weg zu leuchten. Aber es wird nicht minder schwierig. Wir brauchen vielleicht später andere Zauber. Wer weiß, was wir im Innersten der Alkenfelsen finden werden. Wir werden ohne auskommen. Lasst uns atmen. Gib uns etwas Licht. Atmen. Atmen, würde ich sagen. Wenn du dafür sorgen kannst, dass wir atmen können, dann solltest du es tun. Lieber lasse ich mich von dem Häscher töten, als zu ertrinken. Nun gut. Bleib ganz still stehen. Nacheinander legt die Martinier jedem von euch sanft seine Hand auf die Brust. Als er dich wieder loslässt, spürst du keine Anzeichen dafür, dass der Zauber gewirkt hat. Tatsächlich fühlst du dich überhaupt nicht anders und schaust besorgt zu Martinier, den Zauber auch auf sich anwendet. Ich fürchte, ich werde euch danach nicht mehr viel helfen können, aber wir werden sehen. Ihr werdet es merken, wenn ihr unter Wasser einatmet. Es wird sich zunächst ungewohnt anfühlen, aber geratet nicht in Panik. Lasst uns verschwinden. Martinir huscht zu Backbord-Reling, springt hinauf und winkt euch, ihm zu folgen. Estrid wird ein wenig skeptisch, aber sie folgt der Anweisung langsam und springt viel behender auf die Reling als Martinir. Du folgst als letztes und kletterst ganz vorsichtig auf die Reling. Das Wasser unter dir ist dunkel und schaumig. Und du kannst nicht mit Sicherheit sagen, wie tief es tatsächlich ist. Nun, es hat keinen Sinn, hier zu warten. Bevor du etwas erwidern kannst, springt Martinir herunter, worauf er mit ausgestreckten Armen voran ins Wasser taucht, seinen Stab fest umklammert. Du versuchst, alle Vorbehalte, die du denkst und fühlst, beiseite zu schieben, während du die Augen schließt, tief durchatmest und es ihm gleich tust. Du hast kaum Zeit, das Gefühl des Fallens wahrzunehmen, bevor du ins Wasser eintauchst und dein Herz wieder zu rasen beginnt. Die ersten paar Herzschläge sind ein blinder Rausch des blanken Schreckens. Das Wasser ist eiskalt.
Du hast es bereits gespürt, als im Sturm die Wellen über dich hineinbrandeten. Aber in diesen kurzen Schüben war es schnell vergessen. Jetzt brennt die Kälte unablässig auf deiner Haut, während du darum ringst, dich im Wasser zurechtzufinden. Deine Kleidung fühlt sich viel schwerer an und zerrt an deinen Schultern und Beinen, um dich noch weiter hinab in die Tiefe zu ziehen. Instinktiv willst du die Augen zukneifen, aber du kämpfst verzweifelt dagegen an und wartest darauf, dass die Blasen und der Schaum davontreiben. Aber es zeigt sich lediglich, dass es unvorstellbar dunkel ist. Die Wurzeln der Felsen um dich herum sind gerade noch zu erkennen. Schwarze Flecken und vor einem unglaublich dunklen Blau. Im selben Moment beginnst du dich darauf einzustimmen und deine Gedanken werden klarer. Du hast wirklich keine Zeit zu verlieren, denkst du dir, und dein Verstand setzt sich in Bewegung. Du setzt dein ganzes Vertrauen in Magnir und seine Zauber und atmest tief ein. Du spürst, wie sich deine Lungen mit Wasser füllen, was dich bis ins Mark erschaudern lässt. Sofort hustest du das Wasser wieder hoch und verspürst den Drang, so schnell wie möglich an die Oberfläche zurückzugelangen. Doch als das Wasser abermals in deine Lungen strömt und dich zusammenzucken und frösteln lässt, beginnt das unnatürliche Gefühl zu verschwinden. Du beruhigst dich, als du erkennst, dass dank des Zaubers, den Martin dir gesprochen hat, Wasser nicht mehr von Luft unterscheidbar ist. Es ist wirklich, wirklich bitterkalt, aber du kannst atmen, zumindest solange Martins Zauber anhält. Und so fängst du an, dich nach dem weisen alten Magier umzusehen. Die Hoffnung, ihn zu finden, ist schnell verflogen, während du versuchst, dich zu orientieren. Stattdessen blickst du nach oben und orientierst dich an dem großen Bauch der Wolfsfang. Irgendwo hinter dir ertönt ein gedämpftes Platschen. Estrid, so hoffst du, taucht nach dir und ins Wasser. Du drehst dich nicht um, um nachzusehen, du schwimmst einfach. Je weiter du schwimmst, desto größer ist deine Erleichterung darüber, dass du Martin einen Zauber hast wirken lassen. Nach den ersten Momenten der unnatürlichen Anspannung wird das Atmen wieder selbstverständlich. Sogar die Kälte im Inneren deines Brustkorbs, eines der seltsamsten Gefühle, die du je hattest, beginnt ein wenig zu schwinden. Was war das denn gerade? Hier muss man also kurz gucken. Ja, alles gut. Entschuldigt Leute, das sah gerade ein bisschen komisch aus. Somit kannst du dich voll und ganz auf das Vorwärtsschwimmen konzentrieren, wo auch immer das sein mag. Es ist so schwer, das etwas zu erkennen, irgendetwas außer Schatten über Schatten über unter Schatten. Du schwimmst immer weiter vorwärts. Die Felsen reichen tief ins Wasser hinab. Du kannst den Meeresbogen nicht sehen, wodurch die Schatten einfach in der Dunkelheit verschwinden. Einige der Felsen sind nicht einmal hoch genug, um euch zu euch heraufzureichen und ragen bedrohlich unter dir auf wie eine Stachelfalle. Die übrigen verwandeln deinen Weg in ein Labyrinth, das sich vor dir dahin windet und machen es dir unendlich leicht, dich zu verirren. So langsam fragst du dich, wie lange Martins Zauber wohl anhalten wird. Mit jedem Schlag deines Herzens fühlst du, wie die Nervosität in deinem Magen immer größer wird. Das hier dauert viel zu lange. Dennoch kämpfst du dich vorwärts, Schlag um Schlag, um deine Augen zu suchen, nach einem Anzeichen für Löcher in der Landschaft. Und dann spürst du einen Ruck an deinem rechten Fuß und dein nächster Schlag befördert dich nicht weiter durch das Wasser. Dein Verstand beginnt sofort so schnell zu rasen wie dein Herz und du drehst dich um zu sehen, was dich gepackt hat. Du warst so versessen darauf, einen Weg zu finden, dass du das Kraut nicht gesehen hast, das um deine dunklen Felsen unter dir herumkroch. Nun hat sich dein Fuß in einem Gewirr von langen, aalartigen Blättern verfangen, von denen du sofort weißt, dass es kein einfaches Entkommen gibt. Dir wird umso bewusster, wie wenig Zeit du noch hast, bevor der Zauber von Martin vergeht. Wenn dies geschieht, wird deine Zeit deutlich kürzer. Du musst dich bewegen. Du musst dich jetzt bewegen. Deinen Fuß herauswinden, dich freischneiden. Du könntest tatsächlich schreien, wenn du nur könntest. Jeder Teil von dir verzehrt sich danach. Während du dich zurück zu der Pflanze ziehst, um deinen Fuß zu befreien, rasen deine Gedanken und dein Herz immer noch. Selbst mit Martins Zauber fühlt es sich in der Panik des Augenblicks so an, als würdest du nach Atem ringen. Es fühlt sich an, als würde es eine Ewigkeit dauern, das Schwert vom Rücken zu nehmen, aber du hackst auf dem Unkraut herum, bis du wieder frei bist. Und dann musst du nach oben schwimmen, gegen die schiere, überwältigende Dunkelheit, zu der die Oberfläche des Ozeans geworden ist. Erst dann kannst du deinen Weg fortsetzen, ohne sicher zu sein, dass du dich noch in die richtige Richtung bewegst. Du schwimmst weiter vorwärts.
Es ist dir egal, dass du Mutterseelen allein bist. Das ist dir egal. Dir ist alles egal. Das Adrenalin reißt dich mit und hilft dir, die immer stärker werdende Belastung von deiner Lungen und die verblüffenden Stille zu vergessen. Du weißt, dass du an der richtigen Stelle angelangt bist, als du plötzlich den Meeresboden vor dir aufragen siehst. Unvermittelt wird aus dem trüben, blau-schwarzen Fleck im Hintergrund plötzlich eine Felswand. Während du ihr immer näher kommst, siehst du, dass sie sich vor dir weit in beiden Richtungen ausdehnt. Und die Mauer ist von Spalten, Höhlen und Rinnen durchzogen. Die meisten sind so klein, dass du niemals durch sie hindurchpasst. Drei von ihnen siehst du, die du sehen kannst, sind groß genug, um Höhleneingänge zu sein. Vielleicht, denkst du. Du musst nur diejenigen finden, die an die Luft führt. Zur ersten Höhle schwimmen, zur zweiten Höhle, zur dritten Höhle. Ah, wow. Ja, zuerst natürlich, ist ja klar. Aber du kannst nur raten. Mit einem kleinen Ausstoß von Luft, der in Form winziger Bläschen aus deinem Mund entweicht, schwimmst du zur ersten Höhle. Du weißt nicht mehr, wie lange du schon hier unten bist, wie du es überhaupt bisher ja geschafft hast. Aber jetzt sagt dir dein Körper unmissverständlich, dass es Zeit ist zu atmen. Du bist sicher, dass Madnes Zauber anhält und ein weiterer tiefer Atemzug würde dir genug Zeit verschaffen. Aber nicht, wenn es eine Lunge voll Wasser ist. Und dein Herz rast währenddessen immer schneller und schneller. Und so empfindest du ein fast erdrückendes Gefühl der Freude, als dir nichts mehr den Weg zurück an die Oberfläche versperrt. Die Umgebung zwingt dich immer weiter nach oben zu bewegen, immer näher an die Oberfläche. Mit jedem weiteren Schwimmzug wirst du sicherer und sicherer. Zu deiner absoluten überwältigenden Erleichterung hast du trotz aller Widrigkeiten tatsächlich den Höhleneingang gefunden. Du holst tief Atem, als du die Wasseroberfläche durchbrichst. Tja, Freunde. Wir haben es geschafft. Du bist dir sicher, dass du dich nie zuvor über so frische Luft gefreut hast, wie in diesem Moment. Komm schon, Fremdling, immer meiner Stimme nach. Du blinzelst dir das Wasser aus den Augen und kämpfst dich mit einer letzten Anstrengung durch das Wasser. Tja, und nun machen wir ein kleines Zack, überschreiben, jawohl. Ein kleines Aufnahmepäuschen, denn ich mache erstmal Stopp und morgen nehme ich weiter auf. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Wenn du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir abonnieren, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du dir noch was schreiben möchtest, gerne in die Kommentare packen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und mir bleibt nur noch zu sagen, gehabt euch wohl.